Wir ziehen uns zum Start auf entspannt mal das Video rein. Das ekelhafte Marketing der WM 2022. Für alle Leute, die immer auch in Teilen berechtigt gegen Rundfunkgebühren haten. Aber für Simplicissimus gehen auch Rundfunkgebühren drauf, weil die auch Teil von Funk, glaube ich, sind. Und die machen echt geile Videos. Also kann ich euch empfehlen, gerne abonnieren. Ich gebe da immer doppelt und dreifach Props, weil wir hier auf viele Videos reagieren. Deshalb, die machen da nie Auge, man darf darauf reagieren, man kann mit den Videos sogar Geld verdienen. Also ist richtig cool. Also wirklich ganz dicke Props an Simplicissimus. Also die claimen keine Videos. Richtig nice. Oh, und machen halt geilen Content, ne? Deshalb hier mal supporten. Auch Funky bitte im Stream-Highlight-Video drin lassen. Den Jungs hier auf jeden Fall Hack gönnen. Wir gehen rein. Es geht um die WM 2022. By the way, absolut surreal, dass 2022 einfach so jetzt ist, also dieses Jahr. Ich lebe gefühlt irgendwie immer noch in 2019, aber wir gehen rein. Das Yalla. Jahr wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. Achso, und sorry, ich werde dabei essen, ne? Wen Schmatzgeräusche triggern, es tut mir leid, ich versuche mein Bestes. Und übrigens, den Mann, den ihr hier seht, der ist nicht korrupt. Der ist nicht korrupt. Ganz wichtig. Katar. Ja, Katar, geil. Is commonplace in Qatar's construction industry. More than 6,500 migrant workers have died in Qatar. Women face discrimination and homosexuality is criminalized. Ist das ein guter Gastgeber für eine Fußball-Weltmeisterschaft? Die WM in dem Land ist aus verschiedensten Gründen höchst kontrovers. Aber der Weltfußballverband FIFA und die Gastgeber tun so einiges, um davon abzulenken. Von Hochglanzmontagen, PR-Stunts, Influencern in 5-Sterne-Hotels, Whistleblowern und ehemaligen Fußballstars ohne Rückgrat. Es krank aber, wie das Katar gemacht hat, ne? Die haben das schon gemacht. Die haben viele berühmte Personen. Wird jetzt ein bisschen lang darüber zu reden. Jetzt wird wieder eine 30-Minuten-Ration. Aber eins muss man Katar wirklich lassen, ne? Oder halt generell auch Dubai und so. Die haben das halt schlau gemacht. Weil die ganzen Scheiß wussten, okay, wir haben hier Kohle as fuck und wir können das hier alles aufpolieren und das sieht alles geil aus, aber das bringt uns nichts, weil die Leute werden es nicht mitbekommen. So klar, ab und zu, ein paar Leute werden mal hören, ah ja, okay, da und da gibt es jetzt hier irgendwie die heftige Stadt und da steht das größte Gebäude der Welt. Aber es ist halt nicht sexy. Das ist halt nicht New York, das hat keine Tradition, nix. Und was haben die gemacht? Die haben sich einfach entweder Fußballvereine geholt, dann lassen die Scheiß sich da mit Messi, Mbappé, Neymar ablichten. Die haben sich Influencer rangeholt oder auch generell Filmstars, ehemalige Fußballspieler und so weiter und so fort, die halt einfach alle indirekt Werbung dafür machen. Und selbst ich. Was war das für ein Geräusch? Selbst ich bin auch komplett drauf reingefallen. Ich war vor 3 Jahren in Dubai im Urlaub und ich hatte damals auch eine Kooperation mit einem Hotel, die mir das Hotel dann also zum halben Preis gegeben haben, damit ich da halt ein paar Insta-Stories mache. Wir hatten da irgendwie so eine, weiß nicht, so eine 10.000-Euro-Suite oder so, das war geisteskrank. Würde ich im Nachhinein nie wieder machen. Aber die machen es halt verdammt schlau, ne? Die machen es halt verdammt schlau, Alter. Influencer und 5-Sterne-Hotels. Da kannst du mich auch tatsächlich, wenn du zurück ins Jahr 2019 gehst, komplett berechtigt für wegfronten. Wir haben eine große Influencer-Agentur gefunden, die für FIFA gearbeitet hat. NeoReach. Auf der Website findet man sogar eine ganze Fallstudie zu einer Kampagne für die WM in Katar aus dem Jahr 2019. Die liest sich wie ein böser Witz und verrät gleichzeitig sehr viel über die Marketingstrategie der FIFA rund um diese Weltmeisterschaft. Die WM rückt schnell näher und Skepsis verbreitet sich unter Fußballfans überall auf der Welt. Da wusste FIFA, dass sie Begeisterung entfachen und die Aufmerksamkeit auf das wundervolle. Ist das jetzt das Briefing oder was? Ich kann nicht lauter machen aus irgendwelchen Gründen, sorry. Angebot der Gastgeberstadt Doha lenken musste. Länder müssen sich bei der FIFA auf die WM bewerben. Die Mitglieder des Exekutivkomitees des Verbands stimmen dann über den Gewinner ab. Als 2010 Katar gewählt wurde, waren Beobachter überrascht. Das Land ist ein autoritäres Königreich, das vor allem für diverse Menschenrechtsverletzungen bekannt ist. Ach, und es hat keine echte Fußballkultur. Ich bin ganz ehrlich, weil die Frage hier reinkommt, ob ich die WM boykottiere. Nein. Ich bin tatsächlich genau der Grund, warum Fußball halt so ausgeschlachtet werden kann und so kommerzialisiert werden kann wie sonst was, weil ich einfach bin. Und viele von euch sind auch. Ich bin die komplette des Fußballs.
Ich kann mich darüber aufregen, dass eine WM in Katar ist. Ich finde es bodenlos scheiße. Ich werde nicht hinfahren und da ein Spiel besuchen. Aber ich bin der Erste, der jedes Spiel wieder zur WM schauen wird. Ich kann mich darüber aufregen, dass ich das nicht gut finde, dass halt irgendwelche Milliardäre bei PSG oder Manchester City reingehen. Der spielt aber halt nur mal die geilsten Spieler und ich will die zocken sehen. Also gehe ich ins Stadion und gucke mir ein Spiel an. Ich bin die größte Mutter, was das angeht. Ich lasse mich auch komplett weil der Fußball ist auch einfach nur dafür da, dass wir werden. Ihr werdet gefickt, ich werde gefickt. Alle aus dem Chat, wir alle kriegen den. Tut weh. Ich werde der Erste sein, der jedes Spiel schauen wird. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch so geht. In vielen anderen Ländern des arabischen Raums gibt es zwar krasse Derbys und volle Stadien mit toller Atmosphäre, aber nicht in Katar. Katar ist allerdings auch ein Ölstaat und unfassbar reich. Schon damals wurde Korruption vermutet. Heute weiß man, die Veranstaltung wurde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gekauft. Die FIFA entscheidet sich im Angesicht von haufenweise Kritik laut NeoReach also für ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver. 17 Influencer wurden aktiviert wie die Power Rangers und durften in die Kultur von Doha eintauchen. In anderen Worten, 5-Sterne-Hotels mit Buggys durch die Wüste heizen und durch aus dem Boden gestampfte Stadientouren. Kennt man da irgendeinen? Nee, ne? Doch, das ist nur der Anfang. Abseits von dieser einzelnen Kampagne gibt es den YouTube-Kanal Road to 2022. Der wird von den WM-Organisatoren in Katar selbst betrieben. Hier findet 265.000 Abonnenten? Was sind das denn für scheiß Mikroinfluencer? 951 Aufrufe vor 6 Tagen. Sicher, dass wir hier nicht bei FIFA Gaming sind? Lol. 22. Der wird von den WM-Organisatoren... Auch mal ein paar Schüsse raushauen. Komm, ist Freitagabend. Auch mal ein paar Schüsse raushauen. Muss auch mal sein. Schalke spielt in 8 Minuten. Wir werden wieder gekickt. Muss man auch mal ein bisschen... Ne? ...in Katar selbst betrieben. Hier findet man auf Hochglanz polierte Imageclips der tollen, im Akkordtempo gebauten Stadien und der Infrastruktur. Das alles ist zwar ziemlich beeindruckend, aber seit Katar die WM zugesprochen wurde, sind allein bis 2019 15.021 Gastarbeiter in dem Land ums Leben gekommen. Ja, das musst du dir mal vorstellen. 15.000 Menschen sterben, damit ein superreiches Land sich da irgendwie 12 Stadien hinstellt, die einmal benutzt werden oder halt 2 Monate lang benutzt werden für eine WM oder einen Monat. Na, oder darfst du eigentlich... Also ich wollte gerade sagen, da darfst du eigentlich nicht drüber nachdenken, aber eigentlich musst du da jeden Tag drüber nachdenken und halt wirklich, ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, was man da halt gegen machen soll. Was das angeht, ich bin halt, ich habe es gerade schon gesagt, die größte Doppelmoral in Person so. Wenn ich nach meinem eigenen moralischen Leitbild gehen würde, dürfte ich niemals auch nur eine Sekunde WM gucken. Aber Fußball ist halt endgeil. Das ist halt, ja, was willst du machen? Wo sind wir angekommen, dass eine Weltmeisterschaft stattfindet und ich mich als Fan fragen muss, ob das moralisch vertretbar ist, dass ich mir das reinziehe? Es ist schlimm geworden, wirklich. Das sind bereits 235 Todesopfer pro Spiel, das ausgetragen wird. Viele sind mutmaßlich bei der Errichtung dieser Stadien und Anlagen gestorben. Die Todesursachen werden offiziell oft einfach als Atem- oder Herzversagen oder natürlicher Tod angegeben. Bei eigentlich gesunden Menschen in ihren 20ern oder 30ern. Die tatsächlichen Todesursachen bleiben also ungeklärt. In zahlreichen Fällen sind es mutmaßlich die brutalen Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort. Da haben wir ja schon mal ein Video geguckt oder auch mehrere schon im Stream. Das ist Wahnsinn, was da abgeht, ne? Wahnsinn. Viele sprechen von moderner Sklaverei. Und das, obwohl Katar durch die eigenen Ölvorkommen eines der reichsten Länder der Welt ist. Das Land hat ein deutlich höheres Einkommen pro Kopf als Deutschland. Ist es aufs Jahr gerechnet oder auf den Monat? Aufs Jahr? Geringverdiener. War doch nur ein Spaß, Digga. War doch nur ein Spaß, mein Gott. Doch der gesetzliche Mindestlohn, der häufig ignoriert und nicht mal eingehalten wird... Tschüss, was ist das denn? Ein Eugen-Mindestlohn, bruh. Was sind das? Das ist ja die Hälfte. 21 Mindestlohn? In Katar bei rund 1,50 Euro pro Stunde. Boah,
Auf dem YouTube-Kanal findet man auch eine ganze Reihe an visuellen Stimmungsmachern. An Juhu, nur noch ein Jahr, dann geht's los, Type-Videos. Darin ja! sieht man Menschen von überall auf der Welt, Kata, die Fußball Kata, zusammen... Kata, WM im Winter, Glühwein, Ballern. ...bringt, die Fußball gleich macht. Dafür will der Sport ja letztlich stehen. Fußball ist für alle. Irgendwie wirkt diese Message komisch, wenn sie von einem Land kommt, das so systematisch fremdenfeindlich aufgebaut. Warum? Lassen wir das mit dem Sarkasmus, ist, glaube ich, bei dem Thema wirklich nicht angebracht, aber es ist schon geistkrank, ne? ...gebaut ist. Wenige reiche Einwohner, die zahlreiche ausländische Arbeitskräfte unter sich befehligen und I am night, dankeschön für die 5 Gifted-Subs, mein Freund. Das hiermit zusammen. Auf Road to 2022 findet man auch sensationelle Interviews mit ehemaligen Fußballstars wie David Beckham und Cafu. Beide sind offizielle Botschafter der WM in Katar und sagen ganz viele schlaue Sachen wie: I've been coming here for quite a few years and I've seen a real football culture here. You know, I've seen the fans, I've seen the excitement of the fans and like I said, you know, in 3 years time this stadium will be full of fans. Was man nicht alles sagt und tut für 180 Millionen Euro. Wow. 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 Überall in den diversen Videos und Bildern auf der offiziellen Kampagnen-Website sieht man lächelnde, aktive Mädchen und Frauen, die bei allem dabei sind. Auch das hat einfach einen bitteren Beigeschmack. Frauen machen in Katar mittlerweile zwar häufiger einen Uni-Abschluss als Männer, dürfen aber trotzdem nicht selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ohne Erlaubnis eines männlichen Vormundes dürfen sie zum Beispiel das Land nicht verlassen und auch nicht arbeiten. Okay, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Heilige Scheiße. Herzlich willkommen zurück im Mittelalter. Was geht denn jetzt ab? All diesen Frauen musste wahrscheinlich erst von einem Mann erlaubt werden, hier mitzumachen. Ach ja, und Frauen und Fußball in Katar? Women playing football. Nothing out of the ordinary, right? Well, not in this country. There wasn't many girls playing football. So when the boys play, I go play with them and my father would beat me sometimes. Den gesamten Beitrag mit deutschen Fußballerinnen zu Besuch in dem Land können wir sehr empfehlen. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Tom, danke für die 5 Gifted Subs. Kuss, Kuss. Bei der WM geht es am Ende um die Fans. Scherz, ums Geld. Für Sponsoren ist das Turnier historisch super attraktiv. Kaum eine einzelne Veranstaltung generiert so eine riesige, begeisterte globale Zuschauerschaft, der man seine Produkte präsentieren kann. In letzter Zeit wenden sich aber immer mehr Sponsoren von der WM ab. Schon 2014 haben sich einige von ihnen für eine Untersuchung... Geil, ich bin mit Sony verpartnert! Sony! Sony und ich sind diesen hier. ...Untersuchung der Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe der WM an Katar ausgesprochen. Bei der WM 2018 in Russland hatte die FIFA Schwierigkeiten, überhaupt alle großen Sponsorenplätze zu besetzen. Dieses Problem scheint sich dieses Mal zu wiederholen. Aber was ist mit denen, die bleiben? Will man diesen Winter wirklich geile Fußball bringt uns alle zusammen, trink unsere Softdrinks oder guck mal, wie gut diese Fußballer sind, unser Auto auch Werbespots rausballern? Die Menschenrechtsorganisation Amnesty... Hey, ich sag's euch, Services. Und das ist auch mein größter Abfuck. Ich will mal ganz kurzer Real Talk. Mal wirklich ganz kurzer Real Talk aus der Hölle. Und bevor ihr jetzt alle sagt, oh, Broski, der ist irgendwie, der kritisiert... Dings und der ist nicht für Gleichberechtigung. Hört mir erstmal zu, bevor ihr judgt, okay? Ich werde 1-2 Minuten ausholen. Mir geht es mittlerweile so auf den Piss. Jede verfickte Firma, im internationalen oder auch im deutschen Bereich, macht so richtig einen auf möchte gern einen auf Diversität, ja? Du guckst eine Dating-Website an, da muss mittlerweile ein schwules Pärchen drin sein, damit aber auch jeder sieht, dass die wirklich divers sind und dass die wirklich auch politisch komplett korrekt sind. Und das ist ja auch alles schön und gut. Und wenn man das macht, und das halt auch wirklich supportet. Nice. Geil. Finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. Also bevor mich da falsch versteht, mir ist es scheißegal, ob in einer Parship-Werbung 2 Schwule, 2 Lesben oder ein Mann oder eine Frau ist. Ist mir komplett egal. Da wäre ich der letzte Hurensohn, wenn ich mich darüber wirklich aufregen würde. Was ich aber meine, mittlerweile, jede scheiß Firma macht einen auf Diversität. Jede scheiß Firma macht einen
auf Krampf ein, ah ja, wir müssen gendern und wir müssen einen auf divers machen und ja, und wir lieben die ganze Welt und wir sind alle hier und so und wir stehen dafür und bla. Aber Digga, wenn du im Hintergrund ein Hurensohn bist und dich von solchen Ländern bezahlen lässt, dann ist das alles nichts wert. Dann ist das alles nichts wert und es geht mir so auf den Sack. Es ist alles so scheinheilig, Digga. Dann steh doch dazu und zieh es aber auch wirklich durch. Aber baller mir nicht so einen Werbespot in die Fresse, von wegen, ja, wir sind so ein korrektes Unternehmen und wir sind so divers und wir achten auf alle Menschen, aber gleichzeitig unterstützt du eine WM, wo 15.000 Leute drauf gehen und du denkst, ja, juckt nicht. Digga, wenn da Deutschland gegen Brasilien spielt, dann soll aber auch schön unser Firmenname schön auf der Bande stehen. Und das fuckt mich geisteskrank ab. Und deshalb sind nicht alle Vereine, aber die nehme ich in Deutschland als großes Beispiel, da ganz viele andere Vereine, also Bayern-Fans, don't at me, aber was die Bayern-Fan-Etage da macht, die sind ja auch mit, glaube ich, Qatar Airways verpartnert, auch größte Heuchelei. Da gehen ja auch deshalb alle Ultras auf die Barrikaden. Machen da einen auf, ja, und wir sind der FC Bayern und, oh ja, und die Bayern gehen und wir sind so eine Familie, aber schön da bezahlen lassen. Das ist einfach mittlerweile so schlimm, Junge. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das fuckt halt einfach wirklich nur noch ab, ne? Das Problem ist, und deshalb kann ich auch teilweise sogar die Firmen und teilweise auch in dem Moment sogar die Vereine verstehen, weil irgendwo, weil das so viel Geld fließt, so viel Geld, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist so viel Geld, ihr müsst das machen. Sonst seid ihr in allen Belangen nicht konkurrenzfähig. Der FC Bayern muss das irgendwo machen, um in der internationalen Weltspitze mitzuhalten, weil in der Bundesliga kriegst du nicht krasse TV-Gelder oder sonst irgendwas. Da musst du halt irgendwas machen, weil sonst kommt irgendwann Newcastle United und sagt, hey Bayern, Joshua Kimmich, gib mal her, wir sind Zwölfter in der Premier League, aber wir haben Geld. Das gleiche gilt für große Unternehmen. Das ist alles gefressen und gefressen werden. Mehr Profit, mehr Profit, mehr Profit. Ihr glaubt nicht, wie viele Marken sich im Hintergrund einen abwichsen und sich denken, boah, hoffentlich springt der Partner, der richtig groß ist, ab, damit wir vielleicht noch einen größeren Spot auf der Werbebande kriegen können. Hier Katar, nochmal 10 Millionen mehr, mach uns überall vorne drauf. 100% ganz viele Firmen. Und das halt einfach wirklich, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, Junge. Es ist wirklich verrückt und ihr werdet auch, und es ist ein Full Front an die ganzen Influencer, ein Full Front, ich habe ja auch meine Doppelmoral und ich werde mir auch die WM-Spiele angucken, aber es wird auch wieder so viele Experten geben, die euch seit 3-4 Jahren in ihren Streams und in ihren Videos erzählen, oh ja, und das ist alles so schlimm und oh ja, das ist alles so schlimm, aber fürs nächstbeste Video, für den nächstbesten Deal, sind es die ersten Hampelmänner, die im Dezember da im Stadion sitzen und euch erzählen, wie geil das mal ist, bei einem WM-Spiel zu sein. Es wird 100% so funktionieren, weil die alle Geld, jeder will sein Stück vom Kuchen abhaben und das ist traurig, Digga. Es ist einfach traurig. Die International hat schon 2016 verlangt, dass die Sponsoren ihre Macht nutzen, um Druck auf die FIFA auszuüben. Denn auch für die Weltfußballorganisation geht es hier um richtig viel Geld. Sie erzielt den Großteil ihrer Einnahmen mit der Vermarktung der Männer-WM. Auch für Katar geht es um Geld. Aber die WM ist nur ein Teil eines viel größeren Plans. Das Land will weg vom Öl, das irgendwann ausgeschöpft sein wird. Katar investiert viel im Ausland, will aber gleichzeitig selbst ein attraktiver Wirtschaftsstandort sein. Ein Place to be. Die WM soll auf die Wahrnehmung des Landes abfärben und es ins Rampenlicht rücken. Die modernen Städte, die Lebensqualität. Verdient Katar dieses Rampenlicht? Ist die WM ein Anlass für echte Veränderung im Land? Oder nur ein großer PR-Stunt? Sogenanntes Sportswashing. Klar, während der WM sind LGBTQ-Gäste willkommen, aber Schwulsein bleibt trotzdem illegal. Man hat einen Mindestlohn etabliert, aber das System bleibt trotzdem menschenunwürdig. Man präsentiert sich vorwärtsgewandt und weltoffen, aber im Justizsystem sind Peitschenhiebe bis heute eine gängige Form der Bestrafung. Und der Staat hat nachweislich diverse Terrororganisationen in der Region unterstützt. Abdullah Ibahis ist der ehemalige Mediendirektor des katarischen WM-Organisationskomitees. Er wurde in Bezug auf die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen zum Whistleblower. In dieser Doku von Sport Insight bringt er es auf den Punkt. In vielen Fällen ging es nur um PR-Strategie, dass die Welt positiv auf Katar blickt. Wir waren dazu da, diese Strategie zu kommunizieren, unabhängig davon, wie schlecht es WM-Bauarbeitern wirklich ging. Ibahis wurde wegen angeblicher Korruption verhaftet und zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt.
Und die FIFA? Die Organisation setzt sich angeblich ganz aktiv für Menschenrechte ein. FIFA will include provisions in its statutes to respect and promote human rights in all of its activities. Die FIFA ist Teil des Spin-Systems. Regelmäßig verlangten Mitarbeiter Änderungen unserer Presseantworten, sodass die FIFA für Menschenrechtsverletzungen nicht zur Verantwortung gezogen werden konnte. Wir haben Neo Reach zur Zusammenarbeit mit der FIFA um Stellungnahme gebeten. Wer ist denn Neo Reach? Ach, ist es diese Agentur oder ist es ein YouTube-Kanal? Naja, ist eine Agentur. Okay. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Letzten Endes können wir uns nur Mr. Wissen to Go anschließen. Wir werden diese Weltmeisterschaft boykottieren. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Schaut euch gerne sein Video an. Die Dokus in der Beschreibung. Lest euch die Artikel durch und macht euch ein eigenes Bild. Sicherlich lieben viele von euch Fußball. Aber diese WM ist einfach nicht gut für den Sport. Nee, ist ja auch nicht. Ich habe es gerade schon gesagt, ich würde euch komplett voll lügen. Ich werde die trotzdem gucken, aber ich habe mir auch fest vorgenommen, egal was für ein Angebot ich bekomme, also selbst, weil es gerade einer in den Chat geschrieben hat, selbst wenn mir, und könnt ihr mir glauben oder nicht, ist mir relativ egal, selbst wenn Katar zu mir hingehen würde und sagen würde, hier 10 Millionen Euro Cash in the Tash, fahr dahin, mach 2 Stadion-Vlogs, ich werde das nicht supporten. Ich werde mir das von zu Hause aus reinziehen. Aber ich werde das nicht supporten. Und da weder eine Kooperation und auch nicht, wenn ich einfach aus eigenen Stücken dahin fliege. Das werde ich nicht machen. Und es ist dumm, weil ich könnte richtig dick Geld machen. Also ich bin open und ehrlich zu euch. Ich habe für die Europameisterschaft letztes Jahr Deals im Wert von über 100.000 Euro circa gehabt. Einfach für Partner, die halt Aktivierung zur EM haben wollten, weil halt größtes Event des Jahres. Aber ich werde es nicht machen. Ich werde da nichts machen. Da sehe ich mich gar nicht. Was soll ich euch erzählen?